16.9. Liebe Zuschauer, Athleten, Coaches, Schulen, Freunde, liebe Kunstbegeisterte. Ich begrüße Sie ganz herzlich, und zwar Wushu körperlich gut. Ja. Ist jetzt besser? Besser, okay. So, ich muss den Abstand halten zwischen euch und mir. Also, ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Swisswushu-Qualifikationsturnier. Im ersten Turnier, wo wir als U-Academy of Martial Arts hier in Baden ausrichten. Ich habe die Schule vor einem Jahr, am 1. Januar 2015, mit Sitz in Baden gegründet. Übrigens, es ist gerade 50 Meter da hinten. Mit dem Ziel... Das war jetzt nicht geplant. Mit dem Ziel, die chinesische Kampfkunst zu verbreiten und Leute davon zu begeistern. Heute bieten wir Kurs in verschiedenen Stilen von der chinesischen Kampfkunst. Wir haben einerseits Formen, Selbstverteidigung, wie auch das chinesische Boxen. An dieser Vorführung möchten wir euch ein bisschen zeigen, was wir so unterrichten, was wir so gelernt haben, was die Schüler so bis jetzt haben können lernen. Gleichzeitig möchten wir auch natürlich den Schülern ein bisschen bieten, sich ein Publikum vorzustellen. Wer also nach der Klasse hat, an einem Probetraining, und jetzt hört es gerade auf, wer Interesse hat an einem Probetraining, kann sich ungeniert bei mir machen oder bei irgendjemandem mit einem roten T-Shirt. So, das ist leider der Teil, wo mir meine Marketingabteilung zugeschaut hat, und jetzt gehen wir zu der Show. Ich begrüße ganz herzlich den Drachen, den Löwentanz von Jinwu Kung Fu Anfeldern, der uns da Unterstützung gibt. Bitte einen riesen Applaus. Was wir jetzt gesehen haben, ist ein Löwen- und Drachentanz, später folgen noch andere Vorführungen. Merci vielmals. Und bitte, könnt ihr ein bisschen Stimmung machen?
Tai Chi, der innere Stil von Wushu. Kontrollierte Bewegungen, Atmung, innere Ruhe und die totale Konzentration. Was wir jetzt gesehen werden, ist eine Tai-Chi-Vorführung, ausgeführt von der Ron Jim, Tai Chi und Wushu Academy in Switzerland. Ich bin froh, dass ich mich dort in Tai Chi aus- und weiterbilden kann. Und dort sind Schüler und Schülerinnen von Ron Jim da angereist zum Tai Chi vorführen. Bitte einen riesen Applaus. Und bis das. Thank you.
kleinsten, aber auch gleichzeitig auch die grössten sind. Sie machen ihren Auftritt zum ersten Mal, zusammen mit mir, ich mache es auch zum ersten Mal übrigens. Auch so als Info. Und wir werden ein bisschen umschneiden, was wir so im Training machen. Sie werden kurz etwas einstudieren zum Vorführen und ja, viel Spass zu dem. Danke. Die Erwachsenen, die uns entscheiden,
I'm so damn grateful. I grew up with the gold cuts, but that's what you get when Wu-Tang raised.